Und dann wieder zurück bei welcher Folge mit meinem Absolution oder Absolution oder wie auch immer. Ich mache das wahrscheinlich ein bisschen lauter, warte ganz kurz. Okay. Okay, da und dann noch bitte. Und. Oh. So, ein bisschen lauter noch mit dem Rosiert. Wir gehen jetzt auf weiter. Spielen wieder weiter. Und ja, meine Schienen liegen immer noch in der ersten Mission. Ich traf da mit dem Exekutieren und sowas. Ne? Okay. Mach mich, glaube ich, so leise. Oh, ich sehe das. Ne, warte mal ganz kurz, sehe das gar nicht alles. Ich muss ganz kurz ein bisschen was machen, weil es ganz gut wird. Ja, so soll das gehen, oder warte, ich mache noch schnell leise und lauter. Ja, so passt das. So passt das. Und ist das mit der Überbelichtung? Manchmal, keine Ahnung, woran das liegt. Nähere mich der Zielperson. Oh, cool. Sehr gut, 47. Vergessen Sie nicht, Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles, wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Denken Sie daran, wenn Sie abträumen. Das haben wir, glaube ich, schon gesehen, der Film. Deswegen müssen wir mal überspringen. So. Jo. Larven macht Krach und erleichtert es ihren Gegnern, sie zu orten. Also mit Überlichtung, keine Ahnung, wann das liegt. Das ist doch ein bisschen laut. Überlichtung, weiß ich genau, wie man das einstellen kann. Muss mal ein bisschen gucken. Dann meine Stimme lauter machen kann ich auch nicht wirklich. Ich bin da schon ziemlich lauer bei Herbie. Und ich einzige, was ich machen kann, ich kann ein bisschen lauter reden. Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Cool. Wie Sie sehen, haben Sie durch die Konzentration auf Ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Echt. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren. Und arretieren Sie dann den Schuss. Tödlicher Schlag. Pow. So, easy. Immer noch ein bisschen laut, oder? Ach, Mann. Oh jo, jetzt regnet es wohl immer richtig heftig draußen. Gewittert auch und so. Na jo, ist auch gut für die Abkühlung mal. Leiche in der Nähe. Kann man die Jungen verstehen? Dann gehen wir weiter. Ach, wir sind jetzt schon da. So knapp mit der Schluss, das macht natürlich automatisch. Hier gibt es kein Minispiel oder so. Weißt du, wer ich bin? Doch, ein bisschen leise. Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm und bleib dich bei mir. Wohin gehen wir? Steig ein. Es ist erledigt. Ach, doch ein bisschen laut, weiß ich. Das hat auch, wenn ihr YouTuber Osas kennt, der ist auch Let's Play und der findet auch immer, die Stimmen sind manchmal lauter, manchmal leiser, dann die Soundeffekte manchmal lauter, manchmal leiser. Die Stimmen sind richtig leise. Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze dich. Daphne ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Tasten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Finden Sie sämtliche Agenten auf Ihrer Hörer, Jane. Finden Sie 47, bevor ihr uns durch die Weisen schlüpft. Ich weiß genau, wie gut ihr das hört. Aber ich lasse einfach mal. Das ist halt diesen Part ein bisschen komisch. Ja.
glaube, noch mal warten, ob es geht, Level. Du musst wachsam sein. Die Agents, sie kennen meine Verstärkung und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Ja. Oh, du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. $37.50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Cody, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu. Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Der König von Chinatown. Joch. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa an einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Merken Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Okay. Ja, und zwar, was soll ich auch sagen? Irgendwas soll ich sagen, ich habe vergessen was. Ja, Lara, auf jeden Fall. Müsst ihr jetzt die Königin von Chinatown töten? Hallo! 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 Ah, ich weiß, was ihr machen wollt. Ah. Da fällt sie wieder ein. Ich sag mal, Jackie kann nicht bleiben. Effekte. Oh mal. So. Hallo? Hallo. Ja, weil ich jetzt... Hallo, vielen Dank, dass Sie reingegangen sind. Ja, hi. So, heute müssen wir etwas tiefer sein. Das rote Ding da. Aber wir sind überall Wachen. So können wir nicht einfach so abknallen. Hier ist ein Auto. Bitte gehen Sie weiter, Sir. Das ist Sache der Polizei. Okay. Es gibt unzählige Wege, den König von Chinatown zu töten. 12 dieser Möglichkeiten schalten Herausforderungen frei. Diese finden Sie in Ihrem Notebook. Für absolvierte Herausforderungen erhalten Sie einen permanenten Punktebonus. Je mehr Herausforderungen Sie meistern, desto mehr Punkte erhalten Sie. Viel Erfolg. Natürlich. So, dann tue ich nur. Nein, 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 nicht runterfliegen. Ich brauch dich. Komm auch. So, hier fehlt man jetzt 4. Das nehmen wir mal mit. Und die Waffe, die nehmen wir auch mal mit. Und doch, die Waffe, die brauchen wir mit. Die bleiben unsere Schalldämpferwaffen. Und die OP, die nehmen wir auch mal mit. Einfach, nehmen wir einfach alles mit.
machen jetzt mal jetzt hier ein Auto da, Mann. Das habe ich anders gemacht, habe ich hier. Nee, wir machen es doch nochmal so. Jetzt ist eine Schießerei, aber es macht hier nichts. Was ist das noch? Ludwig kommt jetzt da C4 hin. War jetzt einfach so. Ups. Und, Hat alle was gehört? Sieh mal nach. Ja, genau, sieh mal nach. Nee, nicht du. Der Typ soll nachgucken, meine Zielperson. Weißt du, nicht du! Warte mal. So, ich zünde jetzt mal nicht. Weil der Typ, den ich töten müsste, geht gerade. Wir folgen jetzt mal. Okay, machen wir es doch anders, als beim letzten Mal, wo ich gespielt habe. Da habe ich nicht einfach das Fehl hingelegt. Dann habe ich den Autolamm angeschaltet, sodass der Typ dahin geht. Dann habe ich das Fehl gesprengt, wo, als er da stand. Und dann war er tot. Hast du dir im Revier den letzten Donut gekrallt? Ja. Hallo, guck mal da! Hallo? Der Typ da, warst du nicht da? Hättest du ihn jetzt einfach so getötet? Was gibt's hier? Riesenversteck. Soll mal ein bisschen für Aufrufstau sorgen? Ich will jetzt auch schubsen, aber der Typ da. Hey Gorilla, steh gerade. Halt mal ein bisschen Klasse. Okay. Okay, der geht, der geht, der geht. Natürlich geht er wieder dahin, wo andere sind. Bard. Hallo. Hallo? Wieso geht er mit dahin, wo andere sind? Oh, ich habe keine Waffe. Das ist keine Waffe, das ist mein Spielzeug. Hallo, vielen Dank, dass ihr reingegangen seid. Also, ich soll ich jetzt. Soll ich einfach den Knaller zünden? Soll ich den Knaller zünden? Nee. Wo geht der? Der geht hier hin, dann geht er nach da. Dann da hin. Oh Gott. Da hin. Und er geht wieder in die Mitte. Mann! Ich glaube, mir macht es doch sonst das letzte Mal. Und jetzt ein Autolamm. Geh zum Autolamm, mach die dann. Es ist immer gut, einen Kollegen zu sehen. Ja. Wir sehen uns dann unter der Dusche. Och, och, och. Ah. Da ist aber jemand gegangen, hat das Auto kontrolliert, gell? Nicht so weit, du hast zu viel nicht gesehen. Oh, alles klar. Also kein zu viel Zünder, das ist, Albert hat den Turm getötet! Scheiße! Okay, ich geh mal schnell weg. Geht, muss ich hin, geht, muss ich hin. Hier hinten muss ich hin. Ey, warum hat der Angst? Ich laufe mit euch. Ich bleib jetzt mal in der Menge drin. Mit dem Star-Ausgang. Guck, vielleicht kommen wir sogar hin, ohne dass ich. Okay, da sind ganz viele Polizisten. Da hinten hin müssen wir. Können wir uns verstecken? Ich mach dir nichts, keine Angst. Ich bin ganz lieb zu jedem. Scheiße, Mann, ich muss irgendwo durch. Ich weiß nicht, ob ich da durchkomme. Ah! Tschüss! Ja. Geil. Ohne Schießerei, Junge. Eine kleine Spende für den Alkohol! Hey! Da ist doch Kaffee drin, du Arschloch! Wen hat er?
acá con quien te quiere. Sí, mi amor. Ah, was führt sie in ein bescheidenes Haar? Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon lebe ich. Information. Sie wollen Information, ich beschaffe sie. Denn der Preis stimmt schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency? Die soll von mir ausspioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Ja, Sie sind verrückt. Na, wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Das da. Drehen Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich muss ja. Gut, tun Sie das. Yeah, da haben wir auch schon das nächste Level geschafft. Das heißt, es war's dann auch mit dem dritten Part zu Hitman Absolution. Muss ich mir das komplett damit, würde ich da nicht. Bis dahin, tschüss.